Wir sind heute in Mannheim, genauer gesagt vor der Mensa der Universität. Und mir wurde gesagt, dass man hier den Sportparcours machen kann. Ich bin ja ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, aber dafür habe ich mir auch Verstärkung geholt. Die Verstärkungen sind zum einen Tim Weikenmeier. Der 28-jährige Mannheimer betreibt eine eigene Parcours-Akademie und wird mich heute genauso trainieren wie Robert Pfeiffer, der schon seit 10 Jahren dem Parcoursport verfallen ist. Doch was ist Parcours eigentlich und worum geht es? Es ist nicht so das, was man in den sozialen Medien viel sieht. Es ist nicht so, ich springe von Dach zu Dach, ich mache irgendwas Risikoreiches, sondern wie du jetzt hier gesehen hast, du kannst auch super klein anfangen, kannst trotzdem deinen Spaß haben und kannst halt dir trotzdem Challenges überlegen, die dich fordern, ohne auf Höhe zu sein. Klingt vernünftig und entsprechend motiviert gehe ich die Aufwärmrunde an. Dass mir aber noch eine Mutprobe bevorsteht, konnte ich zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht wissen. Aber dazu später mehr. Jetzt wird sich erstmal ausgiebig gedehnt. Unverzichtbar, um Verletzungen vorzubeugen und dennoch nicht ganz einfach. So, das war jetzt das Aufwärmprogramm. Das hat mich schon teilweise an meine Grenzen gebracht. Wobei, ich bin mir sicher, die 2 Jungs bringen mich erst noch richtig an meine Grenzen heute. Doch zunächst probieren wir es mit Sprüngen von Block zu Block. Neben einer gewissen Kreativität kommt es vor allem darauf an, dass man mit den Fußspitzen auf den jeweiligen Blöcken landet. Auch um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Und dabei gilt, runterfallen verboten. Ansonsten muss man Liegestütze machen. Und naja, aller Anfang ist schwer. Ach ja, immer mit dabei ist auch Tims Hund Kieber, der seinem Besitzer auf jeden Schritt und Tritt folgt. Schritt für Schritt gehen wir auf das nächste Hindernis, den Überqueren einer Mauer, erstmal an. Wichtig ist, dass du nicht versuchst so dran und dann durch, sondern du musst gucken, dass du ein bisschen Rückenlage hast. Das heißt, dein Schwerpunkt ist nicht ganz vorne, auch nicht ganz hinten, sondern du lehnst ihn nur ganz leicht nach hinten. Und dann machst du nicht so, sondern machst so. Ja, der Kopf spielt beim Parcours eine große Rolle. Wir haben teilweise Sprünge, wo wir uns jahrelang darauf vorbereiten und dann irgendwann kommt halt das Ziel, dass man es erreicht hat. Aber davor muss man einfach den Sprung runterbrechen, sodass man den Kopf darauf vorbereitet, es auch wirklich zu schaffen. Das Springen schiebe ich erstmal auf und wage mich an die Rolle. Und siehe da, langsam kommen die Erfolgserlebnisse. Yes, geil. Yes, geil. Yes, geil. Und wenn man fleißig weiterübt, sieht es in mehreren Jahren vielleicht mal so aus wie bei Tim und Robert. Nach 3 Stunden Parcours habe ich viele Sachen gelernt. Definitiv erstmal, wie sowas geht. Vor allem aber auch, man braucht jede Menge Geduld. Man muss es Schritt für Schritt machen. Und es sieht vieles viel, viel einfacher aus, als es tatsächlich am Ende ist. Wie hat es euch gefallen, Jungs? Ja, optimal. Gute Fortschritte gemacht. Aber da war doch noch was. Die Mutprobe steht noch aus. Traue ich mich, mir zwischen die Beine springen zu lassen? Geschafft.